Podcast Camping, Vanlife und Co. mit Hans und Tobi. Ja, servus liebe Camperdog-Podcast-Freunde zu einem neuen, coolen Podcast-Thema heute für euch mit dem Tobi natürlich. Hi Tobi. Moin Hans, moin zusammen. Und unserem Gast, den wir heute mal wieder für die Folge für euch gewonnen haben. Fung and the Cool Kids sagt bestimmt den einen oder anderen Insta-Camper was. Servus Fung. Hallo Tobi, hallo Hans und alle Zuhörer. Wir wollen heute ein bisschen mit dir über deinen Insta-Account sprechen und dann noch über ein kleines Highlight, das dieses Jahr ansteht, Funk. Okay. Ja, das vielleicht schon mitbekommen, wir haben eine neue Serie ein bisschen gestartet in Richtung Insta-Talk, so ein bisschen, wer ist die Person hinter dem Account? Ich meine, wir kennen uns ja irgendwie alle über Insta und man sieht ja immer ganz viel, aber jeder weiß, Insta ist nicht unbedingt Real Life, da ist auch gerne mal was geschönt dabei, ein bisschen was gestellt und man kriegt nicht ganz so viel raus, was die Person dahinter ist, was sie macht, wer es ist und vor allem, wie sie zum Campen gekommen ist. Und wenn du Lust hast, würde ich damit eigentlich auch starten. Erstmal, wer bist du überhaupt? Erzähl mal was über dich und wie bist du zum Campen gekommen? Okay, ja, also zu mir. Mein Name ist Fung. Ich bin Papa von zwei Kindern und einer lieben Frau. Die sind jetzt, beide Kinder sind jetzt 6 Jahre und 9 Jahre alt. Ja, Campen, das ist immer so ein Thema gewesen bei uns, beziehungsweise Campen habe ich ja früher schon mit den Kumpels, ne, kennt man ja so mit dem Zelt unterwegs und war eigentlich schon immer mein Ding. Dann habe ich irgendwann Jasmin kennengelernt, die eigentlich nicht so gerne gecampt hat. Die habe ich tatsächlich mal doch zu einem Campingurlaub überredet und konnte sie natürlich dann, ja, Gott sei Dank, sage ich mal, ne, auch davon überzeugen, dass Campen eine gewisse, ja, eine gewisse Art von Urlaub ist, die einfach toll ist, ne? Diese Freiheit genießen, Zelt aufmachen und man steht in der Natur irgendwie. Ich bin froh, dass ich sie da damals überzeugen konnte. Und dann sind wir eigentlich immer nur auf Campingplätzen unterwegs gewesen. Irgendwann kamen die Kinder dazu, dann war es halt kein Zelt mehr, sondern ein Mobile Home. Mhm. Kennt man natürlich auch, ne? Entweder so ein Safari-Zelt oder so ein Mobile Home einfach. Das haben wir viele, viele Jahre gemacht. Auch Kroatien, Italien, Spanien, Frankreich. Überall waren wir da in Mobile Homes unterwegs. Und immer natürlich, ja, sag ich mal, als Schwabe ist es so, da guckt man ein bisschen auch auf das Geld, ne? Da geht man in der Nebensaison, da war es auch immer schön günstig. Irgendwann ist Isabella natürlich dann etwas älter geworden und Schulkind. Und das war so 2018, glaube ich, ne? Da haben wir schon früher immer gesagt, ach, wenn wir so auf den Campingplätzen waren und in unserem Mobile Home saßen, dann haben wir natürlich auch immer die Wohnwägen und Wohnmobile gesehen. Klar, die stehen natürlich auch irgendwo auf dem Campingplatz rum. Und da haben wir schon geliebäugelt und gesagt, Mensch, irgendwie so ein Wohnwagen, was Eigenes wäre auch mal schön. Es war aber immer nur ein Gedanke, bis natürlich Isabella in die Schule kam und wir dann feststellen mussten zur Hauptsaison so, ja, jetzt so ein Mobile Home kostet auf einmal das Doppelte oder das Dreifache teilweise, gell? Absolut. Und das war dann so für uns, ich weiß es noch ganz genau, 2018, Canobio am Lago Maggiore. Da waren wir dann auch wieder in so einem Mobile Home. Und dann sind wir da am See entlang am Campingplatz und da standen da die ganzen Wohnwägen, Wohnmobile, Vans in erster Reihe, ne, mit Seeblick. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist aber schön. Das wollen wir auch unbedingt haben. Und 2018 sind wir dann zurück und haben beschlossen, wir kaufen jetzt einen Wohnwagen. Ne? Cool. So kam es dann eigentlich direkt. Also ich glaube, 2-3 Monate später stand dann auch schon unser Wohnwagen vor der Haustür. Ne? Den haben wir dann gebraucht, gekauft, gut erhalten. Auch war auch im Baujahr 2017, 2018. Also der war 1 Jahr alt. Ja. Genau. So sind wir zum Campen gekommen. Coole Sache, sehr coole Geschichte. Ja, kann ich mich so ein bisschen wiedererkennen drin, weil wir auch immer sehr viel Urlaub in Ferienhäusern, Ferienwohnungen oder auch Mobile Homes gemacht haben. Vor allem in Holland gibt es da ja massig von, das haben wir immer viel genutzt. Und bei uns war der ausschlaggebende Punkt auch so ein bisschen, dass dann unsere Große, die Lisbeth, in die Schule kommen sollte. Und wir gesagt haben, ah, langsam wird das dann aber ganz schön unangenehm teuer. So dass ich sage, ist es mir das noch wert? So viel dafür auszugeben. Und wenn man dann überlegt, dass wenn man, je nachdem, wo man hingeht, dafür schon, naja, so ein Drittel oder Viertel Wohnwagen kaufen kann nach einem Jahr, dann war die Entscheidung bei uns auch relativ schnell gefällt. Kann ich also sehr gut nachvollziehen. Das war letztendlich auch unser Gedanke, ne? Dass wir gesagt haben, ja. Ja, wenn man das mal zusammenrechnet, was wir eigentlich an Urlaub machen möchten,
Muss man immer sagen, müssen wir immer im Verhältnis sehen, gell? Also wenn man einmal im Jahr in Urlaub geht, dann ist das Verhältnis nicht ganz so dramatisch, wie wenn man sagt, komm, ich möchte auch mal vielleicht am Wochenende irgendwo hin, ne? Oder mal verlängertes Wochenende. Da mal ein Mobile Home für 4 Tage ist teilweise auch schon recht teuer. Oh ja, bin ich voll bei dir. Genau, und so haben wir uns das dann hochgerechnet und haben gesagt, komm, ey, sein Wohnwagen lohnt sich doch. Also, ja. Ja, und wir haben es bis heute nicht bereut. Ja, und du hast ihn ja nur zur richtigen Zeit gekauft, gell? Da war das nur überschaubar, 2018, wie du sagst, hast du einen guten Gebrauchten kaufen können. Heutzutage ist ja fast unmöglich, überhaupt noch was Gebrauchtes zu finden und schon gar nicht zum vernünftigen Preis. Das war also echt noch ein gutes Timing, würde ich sagen, oder Glück gehabt, ne? Also wir haben wirklich noch ein halbes Jahr, ein Jahr vor dieser Corona-Pandemie den Wohnwagen gekauft und danach war es ja schon, ja, da sind die Preise schon hoch. Also ich könnte meinen, heute tatsächlich noch, wenn es ganz schlecht läuft, vermutlich ohne Verlust verkaufen. Ne? Das wollte ich gerade fragen, wahrscheinlich mit Gewinn sogar. Wahrscheinlich noch mit Gewinn, ja. Ja, die Lage ist gerade sehr brisant am Markt. Ja, sehr schön. Ja, bei uns war auch so ein bisschen, was du eben sagtest, mit wie viel Urlaube man eigentlich machen möchte. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also wenn man nicht nur die rechnet, die man macht, sondern wir hatten auch oft das, ach, am Wochenende lassen wir mal wegfahren. Mal so ein Wochenende einfach nach Holland rüber ans Meer, ein bisschen schöne Wetter genießen. Das ist aber meistens daran gescheitert, dass wir gesagt haben, nee, irgendwie 400, 500 Euro für ein Wochenende, für so ein Chalet oder Ferienhaus, da habe ich keine Lust zu. Das ist mir nicht wert. Und das ist halt jetzt weg. Weil jetzt kann man halt für einen deutlich geringeren Geldeinsatz das mit einem eigenen Wohnwagen oder Wohnmobil machen. Genau. Das war das, genau denselben Gedanken hatte ich auch, ne? Also einfach mal, lass es mal, keine Ahnung, Legoland sein am Wochenende oder Playmobil Park oder, ja, oder bei uns zum Beispiel um die Ecke ist ja der Europapark. Mhm. Wenn du da mal sagst, komm, lass uns mal übers Wochenende 2 Übernachtungen im Europapark mit 2 Kindern, dann bist du locker mal 300 Euro los. Ja. Fürs Wochenende, ne? Und locker. So mit einem Wohnwagen kannst du mal sagen, da bist du einfach irgendwie, die Entscheidung tut nicht so weh, sag ich mal, am Wochenende wegzufahren. Ne? Absolut. Dann sagst du mal, komm, da ist ein Campingplatz, der ist schön, da gibt es in der Gegend was wir entdecken können. Und wir sind ja sowieso gerne draußen. Also wir sind da auch sehr gerne unterwegs bei uns im Schwarzwald. Da habe ich es ja nicht weit. Und wir haben, habe ich auch schon gehört, dass es tatsächlich in anderen Regionen weniger gibt. Aber wir haben diese kleinen, schönen Erlebnispfade. Ne? Mhm. So Wichtelpfade. Einfach, die sind dann 6-7 Kilometer lang. Und auf dem Weg können die Kinder einfach auch was erleben. Und so kriegen wir die eigentlich recht leicht dazu, auch draußen sich über eine längere Strecke zu bewegen. Ja? Und in der Nähe gibt es immer einen Campingplatz. Wenn wir da übers Wochenende hinfahren, 2 Tage, das sind dann vielleicht 50, 60 Euro, die wir dann los sind für die Übernachtung, ja, ne, auf dem Zeltplatz, Campingplatz, dann tut das gefühlt nicht so weh, das Wochenende. Und dann habe ich immer irgendwie so das Gefühl, ja, es war schön und es war einfach okay, ne? Aber wenn du jetzt mal 300, 400 Euro ausgeben musst für ein Wochenende, dann muss ja alles passen, ja? Und wenn dann mal irgendwas nicht so toll war oder das Wetter schlecht war, dann tun dir diese 300, 400 Euro halt irgendwo schon weh. Absolut, bin ich voll bei dir. Ja, und wenn dann einmal das Fieber gepackt hat und die Kinder dann einmal auf dem Campingplatz dabei waren und das toll finden, dann wollen die da ja immer wieder hin. Das funktioniert ja ganz von allein. Man sieht es ja bei den meisten. Die finden da gleich Anschluss bei anderen Kindern und tolle Erlebnisse, tolle Erinnerungen und sagen, ja, können wir das mal wieder machen? Das war doch so schön. Wie du sagst, ja, fast einmal im Freizeitpark bei schlechtem Wetter, das wird für immer auch hängen bleiben. War halt ein schlechtes Erlebnis und hat einen Haufen Geld noch dazu gekostet. Ja. Genau. Und das ist auch was, genau was du auch sagst, ne? Wenn du mal auf dem Campingplatz bist. Also ich mache ja immer dann, wenn wir dann dort sind, mache ich immer so einen kleinen Check mit den Kindern, ja. Dann laufen wir ein bisschen durch und dann gucke ich so, okay, passt alles. Und dann kannst du ja im Grunde, wenn das okay ist, die Kinder rennen lassen auf dem Campingplatz. Ja. Also wenn es jetzt nicht unbedingt Jesolo ist oder so, das ist ja riesig, das Teil, ne? Wenn es jetzt nicht unbedingt so ein großer Campingplatz ist, dann kannst du die Kinder ja echt rennen lassen, ne? Und du weißt immer, die wissen, wo du stehst, die kommen immer wieder zurück. Und das ist für mich schon auch als Papa natürlich eine gewisse Freiheit, und die ich sonst in so einer Hotelanlage gar nicht habe, ja. Mir gefällt es einfach, diese Freiheit zu sagen, zu entscheiden, hey, jetzt kann ich meine Kinder rennen lassen, die können machen, was sie wollen, da ist der Spielplatz, ne? Da sind andere Attraktionen, ich kann mich auch mal wieder fallen lassen und chillen, wir können essen, wann wir wollen, wir sind da nicht an Zeiten gebunden, wir können essen, was wir wollen, absolut. Das ist auch mal ganz wichtig, ne? Und das ist, ja, das sind einfach viele, viele Vorteile, wo ich sage, die hat man als Camper auch,
Ja, natürlich hat man auch immer ein paar Dinge, die muss man halt einfach mitnehmen. Die sind nicht so toll, wie zum Beispiel Grauwasser und Chemietoilette leeren. Ne? Aber es gehört halt einfach dazu. Ja, und das ist auch was, was man, finde ich, akzeptieren kann, wenn man das jetzt, also wenn es nicht stört, mich stört es nicht, kann man es akzeptieren. Ich meine, im normalen Urlaub, wenn wir eine Ferienwohnung hatten, haben wir nach einer Zeit auch mal irgendwie eine Waschmaschine angestellt oder mal das Haus durchgesaugt, durchgefegt. Das sind so Sachen, die macht man, also die mache ich zumindest auch im Urlaub, wenn ich irgendwo anders im Urlaub war. Im Hotel denk natürlich nicht, aber ich war nie so der Hoteltyp. Das mache ich zu viel beruflich. Ja, Hotel hat für mich irgendwie auch nie, das ist, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich beruflich viel unterwegs war und viel in Hotels war. Das hat für mich nie diesen Urlaubscharakter. Ja. Ja, ich glaube, du weißt, wovon ich spreche. Absolut. Verbinde ich immer mit Arbeit und kurze Abende und schnelles Essen und dann wieder weiter. Wenn man viel unterwegs ist beruflich und dann, also ich habe die Hotels auch viel gewechselt, normalerweise nicht mehr als eine Nacht in einem Hotel, dann ist das irgendwann auch nicht mehr schön. Also dann freut man sich nicht wieder, ins Hotel zu kommen oder auf ein Hotelfrühstück, wo viele sagen, oh, das ist so toll. Nee, das ist irgendwann einfach durch. Wenn man das, weiß nicht, 10 Tage im Monat hat oder 20, dann reicht es einem auch. Dann ist man froh, wenn man sich einfach mal ein Brötchen machen kann und ein Rührei, wie man selber das will und solche Sachen. Das ist schon auch schön. Sehr schön, genau. So sieht es aus, ja. Jetzt hast du gesagt, du hast den Wohnwagen geholt. Da sind natürlich, glaube ich, alle neugierig drauf. Viele haben es sicherlich schon gesehen, aber beschreib dann mal, was hast du für einen Wohnwagen? Wie groß ist der? Was für ein Grundriss ist das? Und was gefällt dir vor allem besonders gut daran? Oh ja, das ist ja natürlich auch immer so eine Frage, ne? Also wenn man sich so einen Wohnwagen anschafft, das ist ja nicht einfach mal für ein paar Jahre, sondern man denkt ja schon darüber nach, so einen Wohnwagen auch ein bisschen länger zu haben. Absolut. Und ja, da standen für mich viele Marken irgendwie auf dem Zettel und letztendlich ist es aber aufgrund von einem ganz besonderen Grundriss sogar der Hobby 545 geworden. Und das Entscheidende beim 545er von Hobby war einfach dieses separate Bad oder Dusche, besser gesagt, ne? Ja. Die separate Dusche, die dieser Wohnwagen hatte. Und es war natürlich schon toll, als die Kinder noch ein bisschen kleiner waren. Einfach mal abends die schnell abduschen oder sowas. Das ging halt flott. Da muss man nicht dann extra ans Waschhaus laufen oder so. Und von dem her haben wir uns für den 545 entschieden. Ja, und inzwischen nutzen wir den tatsächlich aber auch für Handtücher als Abstell- oder wie soll man sagen, Trockenwaschplatz, ne? Damit die Handtücher trocknen können. Tatsächlich dusche ich manchmal auch schon drin. Also wenn man mal an kalten Tagen unterwegs ist und du einfach sagst abends so, eigentlich würde ich jetzt schon noch mal gerne frisch duschen und ins Bett, ne, und keine Lust hast, dann dusche ich mich da auch schnell ab. Ja. Also das hat so seine Vorteile, so eine separate Dusche. Da sehe ich auch schon wieder Ähnlichkeiten, denn unser Grundriss ist ähnlich und wir haben auch eine separate Dusche. Das war mir auch relativ wichtig, das zu haben. Einfach damit man es hat. Also ob man es jetzt nutzt andauernd oder nicht, damit man es hat. Ich habe es aber auch schon echt einige Male genutzt, weil ich habe keinen Bock jetzt da zum Duschhaus ellenlang weg zu laufen. Und als wir auf dem einen Treffen waren, war das Duschhaus gut, aber es war relativ klein für die Menge an Personen, die da war. Man musste eigentlich immer anstehen, da hatte ich keine Lust zu, ab in die eigene Dusche, schnell abduschen und fertig. Genau. Ja, das ist ja eigentlich so richtige Corona-Vorreiter, seid ihr ja beide. Ich sage ja, die ganzen Hersteller, die separaten Duschen waren überhaupt nicht gefragt. Das waren immer die Modelle, die keiner haben wollte. Und wo dann der Corona-Boom da losgegangen ist beim Camping, die ganzen Hotelurlauber wollten dann auf einmal Grundrisse mit separater Dusche haben und die Hersteller hatten das ja gar nicht. Das ist ja jetzt die letzten 2 Jahre so richtig nochmal nach vorne gerückt worden, das Thema. Ihr wart da schon ein bisschen früher dabei, sehe ich da. Da hast du recht wahrscheinlich. Vielleicht sind wir Trendsetter gewesen. Trendsetter sind wir. Nee, das ist schon ein, ja, also ich find's toll. Also gerade du musst dann nachher nicht irgendwo im Nassen stehen, ne, in der Nasszelle. Ja, und vor allem ich nutze die tatsächlich selber, weil ich manchmal echt zu faul bin, abends oder nachts noch ans Waschhaus zu laufen, dann stelle ich mich kurz mal drunter, dusche mich ab und dann ist gut. Da fühlt man sich auch wieder frischer. Und was ich auch finde, wenn man auch im Herbst und Winter unterwegs ist, ist das immer ganz praktisch für nasse Schuhe oder nasse Jacken oder ähnliches, weil wenn es da tropft, dann ist es nicht schlimm, das ist ein komplett zuer Boden, da tropft es einfach rein und fertig. Genau, ja, nasse Schuhe reinstellen, Handtuch aufhängen. Unsere Kinder haben ja, oder der Sammy, der hat ja immer noch eine Schwimmweste, ne, oder Schwimmhilfe. Ja, wenn die nass ist und draußen haben wir keinen Platz oder sowas, dann stelle ich die auch da rein. Ne? Also klar. Kein Problem. Also deswegen finde ich das schon, hat seine Vorteile. Braucht natürlich ein bisschen Platz, klar. Ja. Aber ich finde, es nimmt jetzt nicht so extrem viel Platz weg, dass man es irgendwo vermissen müsste.
Nee, weiß eigentlich nicht. Ja, eigentlich also, nicht. Also es gibt den bei uns auch unsere noch ohne Duschausbau und dann ist das halt einfach ein Schrank, aber der ist halt auch vom Bad aus zugänglich. Also wenn man auf der Toilette sitzt, hat man rechts neben sich einen offenen Schrank. Der wird mir jetzt da nicht viel bringen und darum, da wir den Grundriss vom Grundsatz eh so haben wollten, von der Bettposition und allem, habe ich gesagt, wenn nur mit Duschpaket. Ja, ohne kann man sich vielleicht ein bisschen was an, ich sag mal so 1,5 Quadratmeter oder so dazu gewinnen, aber es wäre dann wahrscheinlich auch Schrankfläche. Ja, vermutlich irgendwas Ablagefläche oder irgendwas anderes in dem Fall. Ne? Ballsaal haben wir nur sehr wenige im Wohnwagen. Cool. Ja, sehr cool. Da haben wir schon mal einen echt guten Einblick bekommen da rein, warum du campst, wie du campst, was du am Campen magst. Das finde ich schon echt gut und gibt mir guten Einblick. Jetzt vielleicht nochmal so in kleine Richtung, warum Instagram dabei und Instagram und Camping? Und ich weiß ja auch, du machst ja auch YouTube. Warum das alles verbunden? Oh, das ist eine ganz interessante Geschichte. Also grundsätzlich so YouTube oder Content, Blog, das hat mich schon immer interessiert. Ne? Also früher auch schon war ich sehr daran interessiert, irgendwie so einen Blog zu machen, ähnliches. Ich habe auch viele gestartet. Ich habe auch so einen Papa-Blog mal gestartet gehabt. Mhm. Ne? Also wenn ich mir überlege, die Kleine ist jetzt 9. Also so ungefähr vor 9 Jahren habe ich mal so einen Papa-Blog gestartet. Und YouTube hat mich auch wahnsinnig interessiert, weil ich einfach gerne dieses Thema Videoschnitt und Video, ja, alles, was so Bewegtbilder ist, hat mich wahnsinnig interessiert. Aber mein Problem war eigentlich, ich hatte nie ein Thema. Ich hatte eigentlich nie ein wirkliches Thema, worüber ich vloggen könnte oder auch einen Blog aufbauen könnte. Also dieser Papa-Blog, der ging vielleicht ein halbes Jahr und habe ich gemerkt, nee, das ist eigentlich nicht so mein Thema. Mhm. Also ich habe irgendwie keine Lust, als Papa an und Papas Rat zu geben. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ja. Weil ich selber denke vielleicht auch ein bisschen so, ja, ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Vorzeigepapa. Ich habe auch so meine Schwächen und meine Macken, ne? Deswegen habe ich gedacht, das ist nicht das Thema. Und dann ging das wirklich, glaube ich, 5 Jahre mindestens, bis ich dann endlich mal angefangen habe, auf YouTube tatsächlich mein erstes Video hochzuladen. Mhm. Und die Idee war eigentlich so ein Familienkanal mit Ausflügen, wo ich einfach den Leuten zeige, was für Ausflugsziele gibt es denn für Familien. Und darüber wollte ich dann eigentlich vloggen. Und dann hat sich das mit dem Wohnwagen ergeben, 2018. Und habe ich zum ersten Mal so gemerkt, oh, das ist meine Leidenschaft irgendwie. Ne? Mhm. Also irgendwie habe ich jetzt das richtige Thema gefunden und auch ein Thema, was mir Spaß macht zu präsentieren und zu zeigen und euch mitzunehmen, so auf die Reisen. Ne? Ja, so kam das. Und Instagram war, boah, ich bin, glaube ich, da sicherlich kein sogenannter Early Adapter, was Instagram anging. Habe es recht spät eigentlich für mich entdeckt und eigentlich auch angefangen, weil ich das Thema Fotografie so mag. Also ich fotografiere ja selber gerne und habe dann festgestellt, ja, Instagram ist ja eine schöne Fotoplattform, wo man einfach auch seine schönen Fotos präsentieren kann und ein bisschen zeigen kann, wo man war und so weiter. Und so ging das eigentlich los und dann kam der Wohnwagen und dann hat sich das alles konzentriert auf diese Nische. Und ich habe auch festgestellt, dass natürlich es immer besser läuft, wenn du dich auf eine gewisse Nische spezialisierst. Ja, ne? Ja. Wenn einfach die Zuschauer wissen, okay, was erwartet sie hier für ein Content? Ne? Wobei ich auch sagen muss, ich bin da nicht so extrem auf Nische getrimmt. Also bei mir auf meinem Kanal findest du ab und zu mal doch wieder Sachen, die jetzt halt einfach uns persönlich betrifft. Ne? Wenn wir jetzt beispielsweise für unseren Garten einen Baum gekauft haben, einen Familienbaum, dann kriegt ihr das halt auch mit. Also. Ja, ich glaube, das ist aber, was viele Leute auch mitbekommen wollen. Also ich meine, wenn man einem, in Anführungszeichen, einem Wohnwagen folgt oder einer Campingfamilie folgt, dann freut man sich ja auch so ein bisschen an dieser Familie teilhaben zu können. Ich glaube, dass das ja auch insgesamt, dieses Konzept hinter Instagram hat sich ja aus meiner Sicht gewandelt, früher von schönen Fotos, wo Leute schöne Fotos dargestellt haben, zu etwas, wo man einfach einen Einblick in Familien, in Welten, in Personen, in Lebensweisen bekommen soll. Wie viel daran echt ist oder nicht, das kann dann jeder selber entscheiden. Aber ich glaube, das ist das, was so mittlerweile den Reiz ausmacht. So. Ja. Und dann ist ein Familienbaum natürlich genauso schön wie ein Campingurlaub. Das stimmt, ja, richtig. Also ich glaube auch, dass wirklich das Thema Community ganz wichtig ist. Ne? Ich habe festgestellt, für mich persönlich, es gibt einfach viele, viele Menschen da draußen, mit denen du deine Erlebnisse teilst, die aber auch mit dir von sich was teilen, ne? Und du stehst mit denen in Kontakt und ihr tauscht euch aus und es entstehen tatsächlich auch Freundschaften daraus. Ne? Also ich habe ja viele, viele Freunde mit Wohnwagen oder mit, ich sage mal generell Freizeitfahrzeuge gewonnen, tatsächlich durch dieses Thema Camping über Instagram, aber auch über YouTube, muss man auch sagen. Ne?
Kann ich sehr gut nachvollziehen, weil den Hans würde ich ohne Instagram und Insta-Camping und dann noch diesen Camper-Talk-Zoom-Call vom Haki auch nicht kennen. Und dann würde es diesen ganzen Podcast hier auch nicht geben. Ich hätte euch alle gar nicht kennengelernt. Irgendwie. Richtig. Ja, das stimmt schon. Bei dir sieht man es ja dann auch, wie du gesagt hast, in die Fotos, was da für eine Leidenschaft dahinter steckt, was du da für eine Zeit investierst in die Fotos. Es macht schon Spaß, dann so einen Account da zum Folgen und da immer ein bisschen teilzuhaben. Wie der Tobi sagt, da spielt es dann, glaube ich, keine Rolle, ob das rein Camping ist oder ob da auch irgendein anderer Content dann drin vorkommt. Ja, richtig. Aber ich muss echt sagen, bei den Fotos, da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen eigen. Ich sage immer so ein bisschen auch, natürlich mache ich auch gerne Fotos. Ne? Also ich gucke mir auch Fotos an und sage, oh, das Foto ist schön oder das Foto ist für mich nicht schön. Ne? Da gibt es natürlich auch gewisse Regeln in der Fotografie, die man anwenden kann. Und dann sehe ich natürlich auch schon, okay, wer gibt sich da Mühe oder nicht. Aber der Punkt ist für mich, ich habe festgestellt, es ist gar nicht so entscheidend in gewissen Bereichen, ob das Foto jetzt schön ist oder nicht, sondern viel interessanter ist vermutlich meiner Meinung nach die Geschichte dahinter. Ja? Also auch ein schlechtes Foto kann eine gute Geschichte erzählen. Absolut. So muss man es sagen. Ne? Und ich glaube, bei Instagram kommt es ganz stark darauf an, meiner Meinung nach, dass du eben authentisch bleibst. Also wenn mein Ding Fotografie ist und ich schöne Bilder mag oder schöne Bilder mache, dann ist es halt mein Ding. Ne? Aber es gibt andere, die posten einfach iPhone-Bilder oder sag ich mal Smartphone-Bilder, aber die haben einen wahnsinnig spannenden Kanal trotzdem, weil sie tolle Geschichten von sich erzählen. Ne? Also ich glaube, da muss jeder für sich so ein bisschen den Weg finden, wie er seine Geschichten erzählen möchte. Und letztendlich kommt es meiner Meinung nach eben nur auf diese Stories letztendlich an, die dahinter stecken. Ja, die Stories und den eigenen Stil, was du gerade sagtest, auf jeden Fall. Ja, also jeder muss da seinen Stil finden. Und klar, Instagram war eine, man sagt ja so schön, war eine Fotoplattform. Ne? Also man weiß ja auch, jeder, der auf Instagram ein bisschen aktiv ist, das Ganze wandelt sich ein bisschen natürlich auch. Ne? Von dem statischen Bild jetzt viel mehr zum Thema Reels, Shorts, kurze Videos und man sieht das einfach auch auf Instagram, dass das natürlich jetzt ja das Mittel ist oder der Content ist, der gefragt ist. Ja, so. Absolut. Reels ist ja der neue Trend und ich habe schon mal so ein bisschen sehen können, dass die nächsten Updates, die kommen. Meine Schwester hat einen Account, der schon geupdatet wurde und hat ein bisschen gegoogelt. Es gibt wohl schon so ein Update, was so langsam ausgerollt wird, wo dieses 1:1 Format, was wir momentan ja auch bei Instagram immer haben, wegfallen wird und wird 9:16 werden komplett. Das heißt, wird immer Fullscreen werden und das macht eigentlich als Creator das Ganze erstmal ganz anders, weil man einen komplett anderen Bildausschnitt auf einmal bearbeiten muss oder auch bedenken muss, als man es vorher hatte. Führt aber mehr dazu, dass es mehr Richtung Smartphone geht, was du vorhin sagtest. Was nicht heißt, dass es für Fotografieleute schwerer wird, aber die müssen da ein bisschen umdenken vielleicht, glaube ich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Also ich folge ja auch einigen Fotografen oder viele Fotografen, Content Creator auch weltweit und schaue mir auch deren Kanäle an. Und es war ja, als dieses Thema rauskam, 9:16 Format für Bilder und so weiter. Das war ein Riesenaufschrei bei manchen. Da hieß es dann so, Instagram macht die Fotografie kaputt und so weiter. Aber ich glaube, das ist wie bei vieles andere auch. Ne? Es macht es nicht kaputt, es verändert sich. Man muss sich auf Neues einstellen. Früher gab es ja auch nur den Schwarz-Weiß-Fernseher, da war es ja schlichtweg egal, ob du jetzt ein rotes Mützchen aufhast oder ein gelbes, ne? Und irgendwann kam die Farbe und dann musste man sich wieder Gedanken machen. Da hat man ja auch nicht gesagt, Farbe macht das Fernsehen kaputt. Ne? Es verändert sich einfach. Ja, ich glaube, so für viele ist Veränderung auch einfach schwer, wenn man einmal gut in dem ist, was man macht und sich daran gewöhnt hat. Und ich sage, wenn man jetzt ein Auge dafür hat, die Fotos gut zu machen in dem Format, was es jetzt immer noch gibt oder auch gab, dann ist es auf einmal eine Veränderung, man muss sich umdenken. Und das ist manchmal für Leute auch so, dass sie dann sagen, da habe ich gar keine Lust zu. Warum macht man das denn jetzt? Das läuft doch alles gut. Bei Reels habe ich auch am Anfang gedacht, boah, ist das wirklich so sinnvoll? Mittlerweile mache ich die gerne, ich schneide die gerne, ich lade die auch gerne hoch. Hans wird jetzt sagen, das ist ja bekloppt, weil bis vor kurzem habe ich noch gar nicht gemacht. Aber es macht schon Spaß und der Content ist ein anderer. Man bringt das anders rüber und ich finde es halt auch als Konsument, ich mache das auch gerne. Kurze, kleine, knackige Reels sind halt einfach auch spaßig. Ja, das ist tatsächlich auch bei mir inzwischen so. Das habe ich jetzt bei unserer letzten Reise gemerkt, als wir in Canobio wieder waren. Wir waren ja Pfingsten war mal wieder in Canobio, dass ich auch ganz anders, wie soll ich sagen, mit dem iPhone oder mit dem Smartphone arbeite. Ne? Früher hast du ja mal kurz irgendwo Fotos gemacht, wenn es sein muss. Ne? Inzwischen ist es so, dass ich tatsächlich ganz bewusst manchmal das Handy nehme und irgendwelche kurze Filmausschnitte dann auch filme. Ja.
Ja, also ganz bewusst, weil ich weiß, okay, die werde ich dann vielleicht mal für die Reels brauchen. Und dann kommt irgendwann mal so ein Titel. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir hängt es immer davon ab, was ist das dann für ein Musiktitel, was da kommt. Ja. Ne? Und dann schaue ich mir, okay, was passt dazu? Ja? Und dann bin ich meistens froh, dass ich dann irgendwie zu diesem Titel passende Filmszenen habe, die ich dann dazu schneiden kann. Und so entstehen dann bei mir irgendwie auch die Reels dann. Ja, absolut. Also ich schneide eher Fotos einander, also ich schneide viel mit Fotos, wobei wir bei unseren Kochsachen immer eigentlich mit einem Video arbeiten. Aber auch da, wenn ich mir so die ersten Reels anschaue, die wir zum Kochen mit Omnia gemacht haben, die sind meist irgendwie schon 59 Sekunden lang Maximum ausgenutzt und alles schön detailliert dargestellt. Und die neuesten, die wir jetzt gemacht haben, sind, weiß ich nicht, 18 Sekunden lang, vielleicht auch noch kürzer, in zwölffacher Geschwindigkeit, zack, 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 fertig. Okay. Weil eigentlich geht es nur darum, dem der Zuschauer schnell rüberzubringen, wie kannst du schnell etwas zaubern, etwas kochen als bei Beispiel. Das ist gar nicht so schwer. Versuch das doch mal selber und schau dir das mal an, speicher das und diese ganzen Sachen. Das ist, glaube ich, so der Trick dabei. Und das macht mir mittlerweile echt viel Spaß. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe auch echt meinen Spaß daran gefunden, so kurze Videos mal zu machen. Vor allem, wenn man selber mal, oder wenn man YouTuber ist, ne? Also jeder YouTuber weiß, wovon ich spreche. Wenn ich mal sage, schneid mal ein Video, das 10, 15 Minuten lang ist, ne? Geh mal, also da weiß jeder, oh, ist richtig Arbeit, ne? Ja. Anfangs sitzt man manchmal da und schneidet so ein Video in 8 Stunden oder so oder 10 Stunden. Da geht dann auch richtig Zeit drauf, bis man vielleicht irgendwann später seine Prozesse dann auch selber optimiert, damit das alles nicht mehr so lange geht. Und da ist natürlich so ein Kurzvideo für mich eine willkommene Abwechslung, einfach schnell Content oder Inhalte zu publizieren, wo ich eine gewisse Geschichte erzählen will, die aber halt nicht 10 Minuten dauert, ne? Man denkt ja auch gar nicht, dass 10 Minuten lange... Hans, bitte. Ja, Tobi. Ich würde sagen, man denkt auch gar nicht, dass 10 Minuten eine lange Zeit ist, aber 10 Minuten sind sehr, sehr lang. Und vor allem in der heutigen Zeit, wo ja alles immer schneller wird und ich sage mal sowas wie TikTok oder auch die Reels, unsere Zeitspanne, die wir haben, wo wir sowas konzentriert sehen können, wird immer kürzer. Also schau dir mal einen Tatort an von 1970 oder sowas. Da schläft man bei ein, so langweilig sind die und so langweilig geschnitten und sowas. Mhm. Das hat sich so massiv verändert, dass Schnitt viel schneller ist und all solche Sachen. Das macht es natürlich auch schwerer, aber ich kann auch sagen, ich spreche aus Erfahrung, auch so ein Podcast braucht so 3- bis 4-fache Zeit der Folgenlänge als Schnittzeit. Ja. Das ist einfach immer viel mehr Arbeit, als man denkt. Und wir haben hier kein Bild, das ist der Vorteil. Und da, ja, genau. Und ihr habt noch kein Bild, ne? Und trotzdem ist es viel Arbeit, ne? Ja, absolut. Das muss man immer bedenken. Also viele Leute vergessen einfach, wie viel Arbeit dahinter steckt, sage ich mal. Aber wichtig ist, ganz wichtig, diese Arbeitszeit, die wir da reinstecken, die bezahlt uns so jetzt mal keiner, ne? Das ist alles wirklich Spaß und Freude. Also absolut. Beim Podcast glaube ich noch mehr als bei YouTube, weil beim Podcast kriegt man halt gar nichts raus. Das ist wirklich nur Spaß und ein Herzensprojekt, sagen Hans und ich auch immer. Vielleicht irgendwann mal. Wer weiß, was in Zukunft passiert. Aber aktuell ist das rein Spaß an der Freude und mir macht es einfach immer noch Spaß, das aufzunehmen. Mir macht Spaß, die Gespräche zu führen, Leute kennenzulernen. Natürlich macht der Schnitt auch immer noch Spaß, keine Frage. Ja. Ich denke, das ist das Wichtigste. Wenn das mal irgendwann verloren geht, glaube ich, dann wird es schwierig, da mit Leidenschaft und mit Engagement nochmal daran zu gehen. Ne? Aber wie gesagt, deswegen sind diese Kurzvideos in meinen Augen richtig genial. Einfach weil, vielleicht wisst ihr das auch, es gibt ja tatsächlich eine Studie, gute YouTuber wissen das, es gibt ja eine Studie, da wurde die Aufmerksamkeit von Menschen getestet, ne? Die auf irgendein Bewegtbild schauen. Wie lange ist diese Aufmerksamkeitsspanne tatsächlich? Mhm. Und der Schnitt liegt bei 7 bis 10 Sekunden. Deswegen gibt es auch diese sogenannte, also im Englischen heißt es 10-Second Rule. Ne? Das bedeutet, nach 10 Sekunden musst du in deinem Bild was Neues bringen, damit du die Leute im Prinzip bei der Stange hältst, ja. Damit sie dranbleiben. Ne? Also ganz interessant und deswegen finde ich Shorts und Reels genau das richtige Instrument eigentlich, um die Menschen zu unterhalten, ohne dass es ihnen langweilig wird. Ja, es ist ja maximal 2 eigentlich von diesen Zyklen, die man da einem Menschen abverlangt, weil viel länger als 20 Sekunden sind die meisten Reels ja gar nicht. Ja, das stimmt. So, jetzt Hans, du wolltest eben was fragen. Ich wollte nichts fragen, ich wollte eigentlich euch nur zustimmen. Ach so, dann gerne. Und dann wollte eigentlich euch dann nochmal drin bestätigen, dass wahrscheinlich die
der Aufwand, der Zeitaufwand bei einem Reel wahrscheinlich im Verhältnis genauso ist wie bei dem Podcast-Schnitt oder beim YouTube-Schnitt, ja. Weil wenn man es vernünftig macht, dann steckt man da ja genauso für die paar Sekunden mehrere Minuten Zeitaufwand rein. Es ist immer ein Vielfaches von dem, was am Ende bei rumkommt, aber so ist das halt. Und wie Fong auch eben schon sagte und auch Hans, wie du auch immer sagst, das ist alles eine Passion, das ist Hobby, das ist Spaß, das ist Leidenschaft und ohne das alles würden wir das alles nicht machen. Also weder Podcast noch Instagram würden wir machen, ohne dass uns das so viel Spaß machen würde. Genau. Ja. Wie wir vorher ja schon gesagt haben, was da dabei alles rauskommt ist, was man da für Kontakte, Freundschaften knüpft hat, da ist, glaube ich, jede Sekunde wert gewesen, die wir da die letzten Jahre reingesteckt haben. Und jetzt gerade zur Corona-Zeit, wo wir uns ja auch drin kennengelernt haben, so wieder war das absolut. Ja eine super Abwechslung für alle. Also optimal. Weil wir haben ja da erst angefangen. Also wir haben im Dezember 2020 unser Account gegründet, unseren Wohnwagen bekommen. Ich glaube, November war es. Haben wir den Account gegründet und den Wohnwagen dann auch gekauft. Und erst seitdem sind wir überhaupt da drin. Aber da so schnell, so tief reingegangen zu sein, ist selten, aber macht richtig Spaß und finde ich euch gut. Also muss ich immer wieder sagen, bin froh, all die Leute kennengelernt zu haben, das alles erlebt zu haben und das alles hier machen zu dürfen. Jetzt haben wir schon ganz schön viel über YouTube, Instagram und diese ganzen Sachen gesprochen. Ist schon so ein bisschen so ein Fachgespräch abgeschweift, was ich aber sehr schön fand. Hans, du hattest am Anfang angesprochen, da kommt noch irgendwas Spezielles in der Folge. Vielleicht möchtest du jetzt noch so die letzten 10, 15 Minuten für die extra lange Folge, die wir machen, noch dafür nutzen. Ja, auf jeden Fall nutzen wir die Zeit noch. Wie du schon gerade angekündigt hast, soll es noch ein bisschen um die Thematik gehen. Und da hat sich der Fung und ein paar andere coole Content-Creator-Kollegen was überlegt, auf die Beine was gestellt, was so einmalig ist, was bis jetzt noch nicht gegeben hat. Und ich glaube, das darf der Fung selber gern mal ankündigen, was sie sich da ausgedacht haben. Okay, ja, du sprichst wahrscheinlich von dem Camper-Camp, das wir gegründet haben. Ja, ich erzähle euch gerne was dazu. Camper Camp ist was ganz Spezielles. Das stimmt, das muss man echt auch so sagen. Und das hat sich auch über die letzten Jahre, als ich Camper geworden bin, auch dadurch, dass man natürlich viele Camper kennengelernt hat, und das muss man auch mal wieder hervorheben, diese Camping- oder Camper-Community unter sich ist sehr speziell geil, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Ja. Und wir haben es ja auch immer wieder jetzt gerade gesagt, man lernt so viele Leute kennen in dieser Nische Camping, ob das jetzt mit Wohnmobil ist, mit dem Van oder Wohnwagen. Ich habe schon so tolle Kanäle kennengelernt und auch privat getroffen. Und über die Jahre entsteht es natürlich, dass man solche Campingtreffen einfach immer wieder macht, so Campertreffen, ne, unter Freunden oder einfach mal unter verschiedenen Kanälen. Und es macht ja auch immer wahnsinnig Spaß. Nur das Problem war für mich immer, wo ich dann schon schnell gemerkt habe, es ist ein bisschen manchmal auch ein Wettrennen unter den Creatoren gewesen. Ne? Das heißt, es war einfach so, dass kleine Creator versucht haben, irgendwo reinzukommen, damit sie von großen Creatoren profitieren. Mhm. Ja, das heißt einfach, dass sie von großen Kanälen erwähnt werden oder auch mal einen Shoutout bekommen, um zu wachsen. Nur das Problem ist, der große Kanal hatte aber wenig davon. Ja? Und irgendwann war es dann so, dass die großen Kanäle gesagt haben, nee, da gehen wir nicht hin, da gehen wir nicht hin. Und ich fand es halt einfach schade, dass diese Situation keine Win-Win-Situation für beiden waren. Ja. So. Und die Idee mit dem Camper Camp kommt so ein bisschen auch tatsächlich aus dem Marketing. Das ist auch so der Bereich, wo ich beruflich dann auch tätig bin und habe mir gedacht, hey komm, dann lass uns doch irgendwas machen, was in die Richtung geht, Campingtreffen, aber wo alle was davon haben, wo alle Creator davon profitieren können und dann auch vielleicht ganz speziell genau zu dem Thema Content Creation. Und so kam einfach bei mir die Idee, das Camper Camp, ja, also der Name fiel natürlich erst später, aber die Idee war einfach ein Camper-Treffen, wo alle was davon haben, wo alle was lernen können und mitnehmen können. Und so entstand das. Zuerst hatte ich die Idee so im kleinen Rahmen, dass man sagt, hey komm, wir laden jetzt mal einfach 40, 50 Creator ein und machen was Kleineres in unserem Rahmen. Und die Idee fand der René von der Hobbyfamilie. Den habe ich zum Beispiel auch online kennengelernt über YouTube und Instagram und wir sind echt gute Freunde geworden. Und bei dem habe ich einfach so gedacht, ja, der könnte schon diese Idee verstehen und mit dem könnte ich mir auch gut vorstellen, dieses Thema Camper Camp zu machen. Und so ist es dann entstanden und René sagte, Fung, das ist so genial, denk nicht dran, nur für 40 oder 50 Creator das zu machen, sondern wir müssen da vielleicht versuchen, so viele Creator wie möglich zu erreichen. Und mir war zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst, dass diese Idee doch so groß ist. Ne? Und durch den René, der da noch ein bisschen einen Weitblick hatte, hat gesagt, komm, wir müssen das ein bisschen größer machen.
Und ich habe dann zufälligerweise letztes Jahr dann zusätzlich noch den Tobi Krebestein im Urlaub kennengelernt auf Losinj in Kroatien und direkt festgestellt, mit dem Typ kann ich. Der kann mit mir, die Familie versteht sich gut. Wir waren dann auch öfters zusammen unterwegs. Also im Prinzip, Rest des Urlaubs waren wir eigentlich nur noch gemeinsam unterwegs. Und dem habe ich das erzählt. Und irgendwann nach dem Urlaub kam er mal wieder und ruft mich an und sagt, Funk, wann starten wir jetzt mit dem Camper Camp? Also wie, wann starten wir? Das war jetzt nur mal eine Idee. Und er sagte so, nee, das ist eine gute Idee, das müssen wir anpacken. Ja, und dann habe ich halt den René und den Tobi noch zusammengebracht und dann sind wir zu dritt da gesessen und dann haben wir gesagt, also komm, was brauchen wir, was müssen wir planen? Ne? Ich glaube, alleine hätte ich mich niemals getraut, dieses Campercamp auf die Beine zu stellen. Muss man echt auch fairerweise sagen. Und mit Tobi und René, das war einfach ein super Team und wir haben uns da gegenseitig angespornt. Ja, so, das Campercamp, jetzt komme ich eigentlich zu dem Punkt, sorry, das ging jetzt in die Ausführung ein bisschen lang. Ne? Also der Punkt ist, das Campercamp ist letztendlich ein Creator-Festival, ganz speziell für Camping-Creator. Ob jetzt Instagrammer, also Instacamper, YouTube-Camper oder ob jemand was auf TikTok übers Camping macht, alle sind sie willkommen, wenn sie ambitioniert letztendlich hier Content kreieren möchten. Ne? Und das ist im Prinzip letztendlich eine Nische in der Nische. Erstmal haben wir die Camping-Nische und in dieser Camping-Nische haben wir ganz speziell die Creator, die wirklich sagen, ey, ich habe Lust auf Content und ich habe Lust, Videos zu machen oder zu fotografieren und ich möchte einfach mehr darüber lernen. Dann ist das wahrscheinlich genau das richtige Festival für denjenigen oder diejenigen. Und dann haben wir für ein Wochenende ein richtig schönes Festival mit tollen Inhalten aufgebaut. Also sprich, wir haben dann Speaker da über das Thema Instagram. Wir haben auch versucht, jetzt nicht irgendwie irgendjemand zu gewinnen, ne, oder ein kleines Festival daraus zu machen, sondern wir haben gedacht, okay, komm, lass uns direkt mal schauen, wie gut oder wie gut diese Idee tatsächlich ist und sprechen mal so große Creator an. Hätte ich nicht gedacht, aber tatsächlich ein Daniel Zoll, der sehr stark in Instagram unterwegs ist, der hat zugesagt als Speaker. Der wird uns ein paar schöne Tipps geben zum Thema Instagram. Mhm. Und wir haben tatsächlich den Mr. YouTube, sage ich immer dazu, also im deutschsprachigen Raum, der Jan Fassbender von So geht YouTube, haben wir gewinnen können als Speaker. Und dann hat sich das so langsam aufgebaut. Und dann haben wir irgendwann gesagt, hey, also Freunde, wenn wir solche Namen haben, dann müssen die irgendwie bezahlt werden. Also war die Idee, komm, schauen wir mal, was Unternehmen davon halten, von dieser Idee. Ja? Mhm. Und dann sind wir einige Unternehmen angegangen, ganz speziell im Campingbereich. Und wir hätten nicht erwartet, dass die Resonanz so groß ist, dass sie gesagt haben, hey, das ist mal eine ganz neue Chance, in diesem Bereich irgendwo in der Außendarstellung zu wirken. Und haben dadurch dann zum Beispiel auch Hobby als Hauptsponsor für diese Veranstaltung gewinnen können. Und mit dabei sind dann auch Unternehmen wie Peggy Peck oder Camping Wagner. Vigo Zelte ist dabei, AirTune haben wir noch als Partner. Und last but not least auch Campidoo. Die sind auch mit dabei als Partner. Und da haben wir eine schöne kleine Gemeinschaft auch an Partner gewinnen können, die in allen verschiedenen Bereichen des Campings unterwegs sind, von denen wir auch profitieren können. Weil Camping Wagner zum Beispiel auch hergegangen ist und gesagt hat, wir haben euer Konzept verstanden, das ist toll. Wir machen noch einen Workshop vor Ort. Und zwar zeigen wir mal den Creatoren, worauf es bei einer Kooperation ankommt. Was wir von Influencer gerade auf Instagram erwarten, damit wir überhaupt eine Kooperation mit euch eingehen. Das sind genauso Dinge, die eigentlich so die Creator brauchen, ja, so ein bisschen, ein kleines bisschen Know-how, um im Umgang mit diesen Medien noch ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, gefestigter zu sein. Ja, anfangs macht man das ja mal aus Spaß und weil man Spaß dran hat. Irgendwann wächst man und wird größer und dann muss man sich einfach auch Gedanken darüber machen, wie sieht die Situation dann manchmal auch rechtlich aus. Gell? Das ist auch so ein Thema. Absolut. Wenn man da irgendwas postet und vielleicht vergisst, irgendwas zu kennzeichnen, dann ist das natürlich für manche, ja, schmierige Anwälte, wollte ich schon sagen, aber für manche ein gefundenes Fressen, ne? Und solche Dinge wollen wir einfach behandeln. Also das Thema ist, wir wollen ja nicht ein Festival machen, wo wir sagen, hier ist man nachher Deluxe oder sowas, wenn man auf dem Campercamp war, sondern man soll einfach für sich das mitnehmen, was man gerade selber braucht, weil wir haben ja verschiedene Themen. Wir haben zum Beispiel auch einen Filmemacher da, den kennt man vielleicht auch, der Marius Milinski aus Köln, er ist Filmemacher und vloggt auch regelmäßig selber.
Und der wird auch zum Beispiel über das Thema Storytelling was bringen, ne? Also Technik hin oder her. Die Frage ist ja immer, wie erzähle ich meine Geschichten? Hm. Was kann ich denn noch tun, um vielleicht da nochmal das ein oder andere besser zu machen? Ja? Da sind verschiedene Themen. Also einfach mal auf www.campercamp.de gehen und mal schauen, was euch da erwartet. Also wir haben da richtig gute Themen dabei und Spaß soll das Ganze ja auch machen. Deswegen dieses Festival-Feeling. Wir haben auch Bands dabei, die abends einfach uns noch ein bisschen einheizen und Stimmung machen, weil wir Camper wollen ja untereinander auch ein bisschen noch feiern, sage ich mal. Ne? Für Kinder ist auch was dabei, darf ich nicht vergessen. Also wir wissen ja auch Camper wie ich oder andere, die haben ja auch Kinder und die sind dann letztendlich auf diesem Campercamp auch gut versorgt. Wir haben uns überlegt, mittags da tatsächlich richtig was auf die Beine zu stellen für die Kinder. Unter anderem Ponyreiten, dann haben wir die Pfadfinder vor Ort in Hameln, dort wo das Campercamp stattfindet, organisiert, die dann so eine kleine Pfadfinder-Tour machen. Ja, Hüpfburg, Kinderschminke, Zauberer. Also Kinder sind auch gut versorgt. Das wird ein richtig schönes Festival im Ganzen für alle. Und man kann sie kennenlernen, man kann nochmal den einen oder anderen besser kennenlernen. Man kann mit den Partnern sprechen, die vor Ort sind. Und man nimmt richtig was mit für seinen eigenen Kanal, um letztendlich auch zu wachsen. Denn unser Motto ist dann tatsächlich auch voneinander lernen, miteinander wachsen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das steht immer über allem in unserer Planung. Und ich denke, das ist schon hochinteressant. Und wir haben da auch wirklich viel reingesteckt an Zeit, damit wir das so jetzt hinbekommen, damit jeder auch was davon hat. Und ich glaube, das ist mal was anderes einfach, ne? Außer dass man sich trifft zum Campen und der kleine Kanal dann vom großen Kanal profitieren kann. So hat jeder was von einem schönen Campingwochenende. Also im Endeffekt ein Wochenende, wo Camper zusammenkommen, Content-creatende Camper, also Insta-Camper, YouTube-Camper oder ähnliche zusammenkommen, die Interesse daran haben, vielleicht ihre Content-Creation ein bisschen zu verbessern oder auch zu wachsen oder ähnliches, um einfach sich auszutauschen mit anderen, mit Gleichgesinnten und vielleicht gemeinsam was zu lernen, aber natürlich auch alle zusammen Spaß zu haben. Wenn ich das mal kurz zusammenfassen kann, ist das das, was das Ziel des Wochenendes ist. Sehr gut zusammengefasst. Ach. Danke, da habe ich es verstanden. Sehr cool. Ja, cool. Klingt sau interessant. Gibt es noch Tickets? Kann man das noch buchen? Wir haben jetzt noch so circa, ich glaube, 6 oder 8 Wochen, bis das stattfindet. Ich weiß gar nicht, wann es genau ist. Sag auch nochmal raus. Genau, also Datum, vielleicht nochmal ganz wichtig, ist der 9.9. bis zum 11.9. Das ist die Woche nach dem Caravan-Salon Düsseldorf. Und stattfinden wird das Ganze in Hameln. Liegt so ziemlich in der Mitte von Deutschland. Mitte ist relativ. Aber wir haben uns gedacht, wir versuchen das irgendwie in der Mitte zu machen, damit wirklich alle an dem Freitag eine gute Anreise haben und nicht zu viel Zeit auf der Straße verbringen. Und Tickets kann man auch noch kaufen, wenn man möchte. Und Tickets gibt es noch tatsächlich. Ach so, da vielleicht ganz wichtig. Wir haben ja nur begrenzte Kapazität. Das ist ja kein Festival, wo man sagt, oh, ich buche mich da mal im Hotel ein und dann komme ich zu den Vorträgen oder so. Sondern wir haben uns speziell wirklich einen Campingplatz ausgesucht, der auch eine gewisse Kapazität zur Verfügung hat. Also sprich 100 Freizeitfahrzeuge, mehr passen da leider nicht drauf. Und das ist dann auch leider unsere Grenze, womit wir arbeiten müssen. Also mehr als 100 Creator oder Stellplätze haben wir leider nicht. Ne? Und wir haben jetzt aktuell die Situation, dass jetzt umso näher das Campercamp rückt, tatsächlich umso mehr Buchungen reinkommen. Das ist ein Phänomen wohl, stellen auch immer Messeveranstalter fest. Also umso näher die Veranstaltung rückt, umso mehr Buchungen kommen, komischerweise. Ne? Also, und deswegen, also 100 Plätze. Wer da jetzt noch Bock drauf hat, einfach auf www.campercamp.de gehen und unbedingt sich noch ein Ticket sichern. Wenn wir 100 erreicht haben, dann sind wir leider ausgebucht. Dann hoffe ich mal, dass wenn ich einen Schnitt hier fertig habe und die Folge online gestellt ist, es ist ja immer so ein bisschen Zeit zwischen Aufnahme und Veröffentlichung der Folge, dass dann noch Karten verfügbar sind. Aber wenn da Interesse ist, einfach auf die Internetseite gehen oder auch den Fonds einfach anschreiben bei Instagram oder auch den Campercamp Instagram-Account. Da ist sicherlich immer das Neueste zu finden. Wir können jetzt hier nicht tagesaktuell sein, aber wir können euch nochmal unten reinschreiben, wenn wir die Folge veröffentlichen. Könnt ihr auf unseren Instagram, da steht bestimmt auch noch was dazu. Oder Hans? Ja, auf jeden Fall. Super spannendes Thema. Und ich denke, wir werden das dann nochmal alles reinposten, ob noch was verfügbar ist oder nicht. Das kriegen wir auf jeden Fall unter. Und würden uns freuen, wenn wir uns da dann alle sehen. Weil wir sind auch mit am Start und freuen uns schon richtig drauf auf das coole Event, auf das erstmalig einzigartige Event. Schauen wir mal, was dabei rauskommt und ob es dann noch eine zweite Runde gibt. Vielleicht dann genau. In größerer Auflage, oder Funk? Ja, ich weiß nicht, ob das noch größer werden wird. Also 100 ist schon echt viel, ja, muss ich ja sagen. Und
Ihr müsst euch einfach vorstellen, 100 so Camping-Creator, ne, alle irgendwie das dieselben Interessen und hängen da zusammen ab, haben eine gute Zeit, lernen noch was, können sich gegenseitig Fragen stellen, wie machst du Reels, wie machst du Shorts, wie machst du Videos, und ich glaube, das wird richtig gut, und ich glaube, wenn wir auch mehr sind wie 100, verläuft sich's vielleicht, ja. Wird unübersichtlich. Ja, wir haben das dieses Jahr schon mit 30 Campingfahrzeugen ausprobiert bei unserem Campertalk Zoom-Call-Treffen. Und da haben wir es schon fast nicht geschafft, an den 4 Tagen mit jedem mal intensiver das Gespräch zu führen, weil das dann doch echt ein bisschen unübersichtlich wird, das Ganze. Ja. Absolut. Aber wie gesagt, schauen wir mal. Also ich kann nichts ausschließen, aber ich kann auch für nichts garantieren dann, wenn es größer wird. Aber wie gesagt, das ist unsere erste Veranstaltung. Wir müssen auch tatsächlich die Erfahrung jetzt sammeln, glaube ich, wie sowas abläuft und wie sowas werden kann. Und dann müssen wir schauen, was aus dem Camper Camp alles noch entstehen kann. Also es ist auf jeden Fall mal, ja, eine interessante Geschichte, die auf gewisse Art und Weise vielleicht noch wachsen kann. Sehr cool. Das ist ein toller Einblick in dich, in deinen Account, in dein Campingleben und in diese irre Veranstaltung, die ihr dir aufgebaut habt, in relativ kurzer Zeit. Finde ich sehr faszinierend. Ich möchte jetzt gar nicht das Gespräch unbedingt abbrechen, aber wir haben jetzt schon echt einige Minuten hier aufgenommen, und wenn ich dran denke, was das noch alles geschnitten wird, wird das wahrscheinlich eine unserer längsten Folgen sein, die wir online stellen. Ich hoffe, dass es allen gefallen hat. Hier, mir hat es gefallen. Ich habe sau viel gelernt dabei. Es war super interessant. Es war ein sehr schönes Gespräch. Fong, ich danke dir für die Zeit und ich bin raus. Ich bedanke mich auch gleich mal herzlich und würde sagen, toll, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Bis zum Treffen allerspätestens und gebe dir das letzte Wort heute. Ich sage auch herzlichen Dank, Tobi und Hans, dass ihr mich dazu eingeladen habt. Und auch herzlichen Dank an die Zuhörer, dass ihr so lange jetzt ausgehalten habt. Und wir sehen uns dann hoffentlich auf dem Camper Camp. Bis dann. Bis dann. Ciao. Servus.